Heute wollte ich euch mal kurz zeigen, wie man mit der Shred and Slice von Krups auch schnell Käse reiben kann, und zwar auch größere Mengen, die man benötigt. Ich brauche den gleich für ein anderes Rezept. Ich habe hier schon mal ein bisschen Cheddar liegen und ich setze mal Shred and Slice ein. Wir machen mal den Deckel auf, setzen die Achse von der Shred and Slice ein. Und ich will die nicht so ganz fein haben, deswegen habe ich mich entschieden, hier den Einsatz mit C zu nehmen. Kann das erkennen? Ja, ich hoffe. Na, die sind ja alle durchbuchstabiert sozusagen. Also hier C mit dem etwas gröberen Raster, und setze jetzt hier mal die Scheibe ein. Drücke den richtig an, da muss man aufpassen, sonst geht der Deckel nämlich nicht zu. So, ich schließe die Maschine jetzt mal. Und das ist ja genau wie bei dem anderen Deckel auch. Man muss nur aufpassen, dass die Achse hier vorne genau einrastet, und dann macht man zu. Und das war es auch schon. Und jetzt wähle ich mal bei der Stufe hier Stufe 8. Das sollte erstmal reichen. Und bei der Zeit wähle ich mal eine Minute. Das geht üblicherweise sehr schnell. So, jetzt mache ich die Maschine an und tue meinen Käse in die Maschine. Und das geht wirklich butterweich. Das ist herrlich. Kein Problem. Und ihr seht, da muss man auch nicht viel drücken, da braucht man nicht viel Kraft. Da ist die Maschine schnell mit fertig. Und dann können wir auch schon stoppen. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ich entdecke wieder ab. Ja, und dann sieht man, da sind hier noch so ein paar Krümel über, das macht aber nichts. Das ist nicht dramatisch. Dann nehmen die Achse raus. Ja, und das sieht doch ganz wunderbar aus, ne? Der Käse, ganz wunderbare Konsistenz. Perfekt eben auch für große Mengen, wenn man wirklich mal viel Käse braucht und viel zu reiben hat, dann ist diese Funktion wirklich toll.